Breaking News. Viele von euch wissen, worum es geht, beziehungsweise was das bedeutet, wenn wir Breaking News senden. Das heißt, es ist ganz wichtige, kurze Information. Im Hintergrund seht ihr, ich bin noch am Schneiden. Wir haben es jetzt Freitag ganz schön spät schon. Morgen geht es Richtung Röbel zur Messe. Und genau darum geht es. Schaut mal rein. Wir haben, waren ja bei der Kinderkrebshilfe zu Gast. Im Hintergrund läuft schon ein bisschen was. Und mittlerweile sind auch die ganzen... ja, Dioramen fertig und das ist einfach nur der Kracher, was Dennis da wieder designt hat und schaut einfach selbst. Also wir haben mal einen kleinen Zusammenschnitt, was wir bis dato gemacht haben und auch schon die Ergebnisse, was morgen und übermorgen versteigert wird. Nochmal was in eigener Sache. Leute, Herrentagswochenende, 10.11. Mai, Röbel. Da ist die erste Wassersport- und Angel-Expo. Wir sind auch vor Ort. Ich werde mit Kindern angeln, also das heißt nicht, dass ich Kinder mag. Nee, das natürlich nicht. Neue Köder testen. Ja, aber Lebendköder sind verboten. Also, nein, wir sind da vor Ort und wir haben ja was gemacht für die Kinderkrebshilfe, da wird Heiko was sagen. Und da ist auch eine mega Versteigerung von richtig geilen Sachen. Peter hat das gerade schon mal gesagt gehabt, wir waren am... vorigen Wochenende, auf dem Sonntag, waren wir bei der Kinderkrebshilfe in Rostock zu Gast, haben dort eine kleine Veranstaltung organisiert mit den Kindern und den Eltern zusammen und da hatten wir, glaube ich, schon mal was zu gesagt. Aber seht selbst, hier ist schon mal ein ganz kleiner Einblick auf die Aktion, die das Finale findet auf der Angel-Expo. Und zwar hatten wir in einem Video mal gesagt, dass wir von Kindern Köder designen lassen, um diese dann zu versteigern. Heute ist es tatsächlich soweit. Wir sind bei der Kinderkrebshilfe in Rostock zu Gast. Mega was los hier drin. Alle total fleißig am Zeichnen schon und kreieren da die Köder. Das ist die wahre Pracht. Diese Köder nachher, die könnt ihr auf der ersten Angel- und Wassersport-Expo in Röbel sehen. 11. 12. Mai. Ja, das ist das Herrentagswochenende. Und da werden die Köder dann mittags versteigert. Wann genau, das erfahrt ihr noch. Genau. Das wird schon interessant.